Servus, hier kommt die neue Reise der Wunder, das staubige Ödland. Wir haben 20 Sterndeuterkarten als Belohnung. Und dann haben wir noch dies als Nebenbelohnung. Und 10 blaue Rollen. Jo, ich habe das jetzt hier schon mal gestartet, damit mir das blöde Gequatschen nicht auf den Sack geht. Als erstes einmal den roten Wagen ziehen, dass wir hier vorne durchkommen. Dann können wir gleich nochmal ziehen, dass der wieder am Startpunkt ist. Wir können diese Reise der Wunder eigentlich komplett abschließen, ohne dass wir einen Gegner töten müssen. Das gerade schon mal gemacht. Und ja, also man muss wirklich ein kleines bisschen um die Ecke denken. Ja, hat bei mir einen kleinen Moment gedauert, bis ich das Rätsel gelöst habe, was jetzt gleich auf uns zukommt. ja. Genau, so, jetzt habe ich es wieder. Also, wir ziehen als erstes an dem grünen Hebel. Ja, meine Internetverbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Aber was soll's. Wir werden es überleben. So, dann lassen wir den blauen Wagen erstmal losfahren. Genau, und dann fährt er nämlich hier dagegen. Dann ziehen wir den Wagen hier runter. Ziehen wieder an dem grünen Hebel. Oh, nee, sorry, das war falsch. Nicht am grünen Hebel ziehen. Das kommt später erst. Gerade gesehen. Der lila Hebel war's. Da ziehen wir jetzt dran. So, dann lassen wir das rote Auto losfahren. So, dann ist der schon mal im Ziel. Ziehen einmal dies wieder nach oben, die Kiste. Den jetzt der lila Hebel ziehen und den grünen Hebel. Den grünen Hebel nochmal ziehen. So dass das hier wieder unten ist. Dann rufen wir das blaue Auto wieder zurück. Und lassen den nochmal lostuckern. So, als nächstes ziehen wir einmal einen blauen Hebel. Dann ziehen wir einmal an einem gelben Hebel. Jetzt lassen wir das rote Auto erstmal losfahren. So, dann blockiert ihr nämlich schön den Weg. Dann ziehen wir nochmal an einem gelben Hebel. Einmal an einem roten Hebel ziehen. So, dann haben wir unten die schöne Weiche. Da ziehen wir jetzt auch einmal dran. Jetzt müssen wir das blaue Auto einfach mal kurz losfahren lassen. Das muss uns jetzt den Weg frei machen. Genau, sonst kommen wir nämlich nicht hier hin. Dann ziehen wir die Kiste einmal nach oben. Dürfen wieder zurückwatscheln an den Spawnpunkt, rufen das blaue Auto wieder zurück. Und lassen das blaue Auto nochmal lostuckern.
So, dann haben wir das blaue Auto drin. Dann gehen wir als erstes nochmal schnell hinter und ziehen die Kiste wieder nach unten. Auf dem Weg zurück können wir gleich die Weiche wieder umstellen. Ziehen einmal an einem roten Hebel. Und wir ziehen einmal am gelben Hebel. Und zu guter Letzt noch einmal der blaue Hebel. Gehen an den Spawnpunkt von dem roten Auto. Und lassen das rote Auto einmal losfahren. Ach, Internet. So, damit sind beide Kisten im Ziel. Wir können uns die 20 Sterndeuterkarten holen. Zu den Gegnern werde ich nicht viel sagen brauchen, was da drin ist. Ich denke mal, die könnt ihr allein legen. Wichtig wäre noch, wenn die zwei Autos im Ziel sind, einmal kurz draufklicken, dass die Kiste spawnt. Und ansonsten, ja, viel Glück bei den 20 Sterndeuterkarten, wenn ihr die benutzt. Maximale Erfolge, ich wünsche euch einen Dreierheld oder einen Dreierzug eher gesagt. Also, dass ihr drei Helden zieht. Und ja, dann wir hören uns.